Bevor wir in das Video starten, sollt ihr wissen, dass dieses Video eine Fortsetzung zu einem anderen ist. Also schaut es euch auf jeden Fall vorher an. Mustafa, Lord Momen baut sein Meisterwerk, das Portal, um Vedas geliebte Ehefrau Padme von den Toten zurückzuholen. Inzwischen ist der glühende Lavaplanet unter Besetzung des Imperiums. Sturmtruppen, Soldaten, Architekten und Handwerker befinden sich auf der Oberfläche und bauen das gigantische Konstrukt, das die Macht des Planeten fokussieren soll. Momen bittet Vader darum, die Station mit seiner Macht anzutreiben. Er macht darauf aufmerksam, dass er selbst nur die Maske ist und nicht die Macht besitzt, die Station zu befeuern. Sie betreten die Basis. Vor ihnen der Altar, der dazu in der Lage sein soll, die Macht zu bündeln und das Portal zu den bereits Verstorbenen zu öffnen. Vader inmitten des Altars beschwört seine Kräfte. Dies bleibt nicht unbemerkt, es ziehen Stürme auf. Stürme, die planetenweit Schaden anrichten und Chaos stiften. Sowohl die imperialen Soldaten als auch die Einheimischen des Planeten bemerken die Entfesselung der Mächte Vaders. Seitdem das Imperium da ist, treten diese Stürme immer häufiger auf, bemerkt ein Einheimischer des Planeten. Die Macht ist so hoch konzentriert, dass es blitzt und stürmt. Als diese Machtkonzentration ihren kritischen Punkt erreicht, beginnt Vader das Portal zu öffnen. Lord Momen merkt an, dass dies sein Meisterwerk sei und betont, das richtige Design des Schreins gefunden zu haben, als plötzlich etwas schief geht. Es gibt eine Explosion, als Vader versucht, durch das Portal zu steigen, die dazu führt, dass sich das Portal augenblicklich schließt. Dies hatte Auswirkungen auf den Planeten. Die Stürme werden weniger und das Klima beruhigt sich. Die Einheimischen planen durch die immer häufiger auftretenden Änderungen des Klimas einen Angriff auf die Basis und das Imperium. Sie geben zum Ausdruck, dass Mustafa ihnen gehöre und sie das retten müssen, was von dem Planeten übrig ist. Inzwischen hat Vader den Überschlag der Blitze und der fokussierten Macht überstanden. Irgendetwas scheint schiefgelaufen zu sein. Lord Momen analysiert die Explosion des Tempels und macht darauf aufmerksam, dass die Entwicklung seiner Station Zeit benötige und es sich dabei um einen fortwährenden Prozess handle. Er hat viel durch die ersten 5 Versionen seines Bauwerkes gelernt und ist sich sicher, dass das 6. Modell funktionieren wird. Plötzlich unterbricht und bedroht Vader ihn und zückt sein Lichtschwert. Inzwischen unterhalten sich die imperialen Arbeiter und räumen das durch den Sturm angerichtete Chaos auf, als Vader erzürnt zu ihnen tritt. Vor ihm befindet sich die Maske Momens, die er mit der Macht vor sich herträgt. Er tritt einen der anwesenden Sturmtruppen den Helm aus seinem Gesicht und wirft ihnen die Maske Momens an den Kopf. Sein neuer Architekt. Der Geist der Maske übernimmt den Körper des Sturmtrupplers sofort und beginnt mit der weiteren Arbeit, versichert Vader wiederholt, dass das 6. Design seinen Anforderungen gerecht wird. Auf einmal wird Momen von einem der Imperialen gerufen. Die Einheimischen des Planeten haben sich formiert und greifen die Station des Imperiums an. Momen fordert die Soldaten und Soldatinnen an, die Basis um jeden Preis zu verteidigen und zu schützen, da sie Großes vorhaben. Einige Zeit später ist auch das 6. Design fertiggestellt und auch dieses wird den Anforderungen wie der 5. Entwurf ebenfalls nicht gerecht. So vergingen Monate, Entwurf um Entwurf, Architekt um Architekt, bis zum 9. Vader begutachtet auch dieses und drückt deutlich aus, dass es unabhängig davon, ob es funktionstüchtig sein wird oder nicht, kein 10. geben wird. Seine Geduld ist am Ende. Als sie das 10. Exemplar betreten und Vader den Schrein der Zentralkammer zu Gesicht bekommt, spürt er die enorme Machtkonzentration. Es sei der Ort, auf den er gewartet hat. Vader zögert nicht und begibt sich zum Schrein, um die Macht des Bauwerks zu entfesseln. Vaders Taten bleiben natürlich nicht unbemerkt. Die imperialen Truppen sind beim nun 9. Versuch nicht davon überzeugt, etwas anderes außer Verwüstung und Chaos vorzufinden. Doch schnell merken sie, dass etwas anders zu sein scheint. Die Macht strömt konzentrierter und vor allem kontrollierbar in den Schrein und sorgt für ein unglaubliches Lichterspektakel. Kurze Zeit später ist der Tempel mit genügend Macht gespeist und Vader ist bereit, die Tür zu öffnen. Doch Momen warnt ihn. Er sei nicht auf die Lügen vorbereitet. Dieser Versuch sei nur ein Test, ob die Konstruktion des Gebäudes stabil genug sei. Vader in Ekstase zögert nicht und schleudert Momen mit der Macht gegen die Wände des Tempels. Er ist versessen darauf, seine Geliebte wiederzusehen und öffnet sofort das Portal. Vader betritt die durch das Portal geöffnete Welt, als sich plötzlich Captain Yunus, der Commander der Basis auf Mustafa, meldet und Vader mitteilt, dass die Basis sofort evakuiert werden muss. Vader jedoch vertröstet den Captain, teilt ihm mit, er sei beschäftigt, doch der Captain macht verdeutlicht auf den Ernst der Lage aufmerksam, es handle sich um einen Notfall. Durch diese Ablenkung schloss sich das Portal und Vader wurde aus der Welt gezogen. Er bedroht Momen. Du wirst hier nichts berühren, ehe ich nicht wieder da bin.
Moment fragt Vader, was er großartig tun soll, seine Arbeit ist vollendet. Als Vader die Zentralkammer des Tempels verlässt, um sich durch ein Fenster über die Lage zu vergewissern, staunt er nicht schlecht. Eine gewaltige Armee, bestehend aus einheimischen Völkern und Tieren von Mustafa, sie stürmen alle in Richtung des Tempels, um mit jedem Ziel das Bauwerk zu vernichten. Vader konnte nicht lange nachdenken, als der Tempel plötzlich explodiert und er herausgeschleudert wird. Er wusste, was passiert war. Momen hat den Tempel aktiviert. Er wusste im Gegensatz zu Vader genau, wie der Tempel zu bedienen war. Er hatte Vader belogen. Für ihn war es ein leichtes, das Portal zu öffnen. Es stand eine Person vor ihm, auf der anderen Seite des Portals. Sie streckte die Hand aus und nahm Momens Maske entgegen. Es war Momen selbst, auferweckt von den Toten. Er schritt aus dem Portal in die richtige, materielle Welt und sagte, dass er sein Meisterstück sei.